Heute reagiere ich auf virale Burger-Pommes-Song-TikToks und das ist passiert. was ist denn jetzt los? Digga, wie geil ist das denn? Ja, Leute, hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es ein richtig krasses Video. Ihr habt es gerade eben am Pre-Intro schon gehört. Wir werden heute auf virale Burger-Pommes-Song-TikToks und auch Shorts reagieren. Ich glaube, es wird richtig witzig, Freunde. Tut mir alle einen Gefallen, streamt alle den Burger-Pommes-Song. Supportet Lukas, Marvin, iCrimex und Leontin. Abonniert jetzt alle den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir fangen an. Also, Freunde, als allererstes bin ich hier einfach mal auf TikTok gegangen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in irgendein TikTok hier rein und scrollen da mal ein bisschen weiter durch. Auf geht's. Was geht denn jetzt ab? Was passiert denn jetzt? Okay. Detlef Carpenter 5? Digga, warum hat er ein T-Shirt als Hose an? Ich verstehe gar nichts. Point of View, der Burger-Pommes-Song ist online und dein Sohn hört nichts anderes mehr. Ey, Freunde, müsst alle mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Burger-Pommes-Song streamt und ob ihr auch alle noch den Takis und Prime-Song streamt. Ihr seht mal hier kurz, auch mein Song könnt ihr natürlich überall auf allen Streaming-Plattformen euch anhören. Ich habe tatsächlich gesehen, dass viele auch Kommentare zu dem Takis und Prime-Song von mir geschrieben haben. Deswegen auch an der Stelle, streamt allen Takis und Prime-Song und gönnt euch alle die Hashtag Eierkopf-Handyhülle. Jetzt erhält auf clashgames.shop. Ihr könnt einfach mal euren Namen auf die Handyhülle draufschreiben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Burger Pommes heißt, dann könnt ihr einfach auf eure Handyhülle Burger Pommes draufschreiben und habt da noch den coolen Eierkopf drauf und ihr seid Team von Hashtag Eierkopf. Deswegen gönnt euch, es gibt die Handyhülle für jedes Handy. Burger Pommes auf die 1. Oh, woher kommt dieser ohrenbetäubende Lärm? Da habe ich den Übeltäter. Gregory, was zur Hölle hörst du dir da an? Mach das so. Warte, was? Fort aus! Hey Sam, was ist denn los? Ich hatte einen neuen coolen Song von iCrimex und so. Gregory, bitte hör. Ja, ja, safe. Auf diesen geistigen Dünnschuss zu hören. Okay. Bruder, was frontet der jetzt so? Diese Musik ist verflucht. Und wenn du sie weiterhörst, wirst du explodieren. Warum denn? Du übertreibst doch nur so. Schauen wir mal, ob er wirklich explodiert. Der Song ist toll. Gregory, ich hab dich gewarnt. Lebe wohl. Was ein Idiot. Burger Pommes. Ah! Digga, ist wirklich explodiert! So, Freunde, bevor das Video jetzt weitergeht, möchte ich euch tatsächlich nochmal das neue StumbleGuys-Update zeigen. Und zwar sind wir hier im Ghostbusters-Update. Und ich muss direkt hier einfach mal schauen, dass ich mich qualifiziere. Die sind hier alle wieder ultra am Try haben. Als allererstes könnt ihr euch natürlich das Game kostenlos über den Link in der Videobeschreibung herunterladen. Oder über meinen QR-Code, den ihr jetzt hier mal ganz kurz eingeblendet seht. Und ich würde euch das auch auf jeden Fall empfehlen. Denn unter allen Leuten, die sich StumbleGuys über meinen QR-Code runterladen, werden tatsächlich 5x 100 Gems verlost. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist tatsächlich nur euren Nutzernamen in die Kommentare schreiben. Das war ein bisschen lost. Und dann nehmt ihr schon teil und das wird dann am Ende zufällig ausgelost. Und wie gesagt, ist tatsächlich jetzt das neue Ghostbusters-Update draußen. Und ihr bekommt richtig krasse neue Skins. Es gibt richtig krasse neue Levels. Seht ihr jetzt hier mal ganz kurz ein paar Skins eingeblendet. Die sind alle mega geil. Der coolste Skin persönlich, den ich finde, ist tatsächlich der Chamäleon-Skin, denn der kann einfach mal seine Farbe wechseln. Und während hier jetzt die ganzen Leute ausscheiden, weil ihr wisst es, ich hier als Sushi-Rolle, ich werde natürlich alle fetzen, gibt es noch eine wichtige Sache zu sagen. Und zwar ist StumbleGuys tatsächlich nicht nur erhältlich für Android, iOS und die Xbox und Steam, sondern bald auch noch für die Nintendo Switch und die PlayStation. Ladet euch StumbleGuys wirklich sehr, sehr gerne runter. Jetzt sind wir sogar auch noch im Finale. Oh, nein! Zeigt mir einfach, dass ihr besser ein StumbleGuys seid als ich. Ladet euch StumbleGuys über den Link in der Beschreibung runter oder über den QR-Code. Opa, kannst du mein Lied aus deiner Kindheit vorsingen? Ja, fühle ich. Hä? Digga, was ist denn jetzt los? Einfach ein Cristiano Ronaldo-Edit mit dem Lukas Brawl Stars Burger Pommes Song? was ist denn jetzt los? Einfach Cristiano Ronaldo, hä?
Digga, was macht denn jetzt schon wieder Neymar hier? Hä? Digga, ich check gar nichts, Bruder. Auf einmal ein Neymar-Edit mit einem langsamen Burger-Pommes-Song. 2024 wird es fliegende Autos geben. Ey. Also, es gibt bald fliegende Autos, aber jetzt muss man hier nicht so den Song fronten, ne? Aber 2024, also, ja, vielleicht gibt's ja dieses Jahr noch fliegende Autos, wer weiß. Digga, wie geil ist das denn? Hä? Ey, Freunde, ihr müsst jetzt alle mal Hashtag Lego Burger Pommes in die Kommentare schreiben, wenn ihr diesen Remix genauso feiert. Wer hat das denn gemacht? Burger Pommes x Lego Movie. Ey, es gibt so random Sachen, ne? Burger Pommes Song auf Türkisch? Was ist jetzt? Oh, jetzt bin ich gespannt. Birinde Hamburger kızartması, Hamburgerin içine patates kızartması koy. McDonald's her zaman açık. Birinde Hamburger kızartması, kalkıp doğruca McDrive'a gidiyorlar. Ey Freunde, das muss ich mal Alper abspielen. Alper von meinem Süßigkeitenladen, der kann ja auch Türkisch. Junge, einfach Crow, Digga. Das ist so geil. Hä? Digga, warum ist jetzt Mbappé da? Hey, aber ich sag euch ehrlich, diese langsame Version davon ist schon krass. Warum ist das so krass, hä? Freunde, bevor wir weiterschauen können, muss ich aber erstmal kurz schauen, ob ihr alle abonniert habt. Habt ihr abonniert? Ey, ich schwöre, der einen da hinten noch nicht. Wenn du jetzt nicht abonnierst, dann werfe ich dich morgen mit Burger Pommes ab. So ist das nämlich. Hast du jetzt abonniert? Und hast du auch schon einen Daumen nach oben gegeben? Sonst werfe ich dich noch mit Eiern ab. Ich hoffe, du hast jetzt abonniert. Letzte Chance. 3, 2, 1. Ja, okay. Glück gehabt. Und hast du schon Hashtag Eierkopf in die Kommentare geschrieben? Hashtag Burger Pommes? Okay, wir schauen weiter. Oh. Oha. Burger Pommes. Digga, die haben einfach Burger Pommes gemacht. Was ist denn jetzt los? Bro is not a brawler from Brawl Stars? Digga, was hat das denn mit diesem Burger Pommes zu tun? Warte mal, was schreiben die da? Lukas und Clash Games alten Videos auf einmal internationales Meme. Hä? Was ist denn jetzt los? Lol? Ey, ihn kenne ich, glaube ich. Den habe ich auch schon mal beim Zuschauertreffen gesehen. Muss euch was sagen, der Burger Pommes Nerd ist leider ausverkauft. LOL? Und ab jetzt auch verboten. Freunde, ich habe übrigens noch etwas gefunden. Pass mal auf. Burger Pommes Metal Version. Was passiert denn jetzt? Digga, was passiert denn jetzt? Und jetzt rocken alle Burger Pommes Merch. Grüße gehen raus an den Eierkopf Clash. Dein Diss-Track war so schlecht. Du bist der größte Knecht. Dein Eierkopf wird wie Boxsäcke zersmasht. Sogar deine Fans wollen das Burger Pommes Rezept. Alter, hart. Holy shit. Holy shit. Feierabend. Hey, Digga! Das ist ja so krass! Warte mal, muss ich nochmal anhören. Sogar deine Fans wollen das Burger Pommes Rezept.
Alter! Hart! Holy shit! Digga! Alter, Leute, was ist das denn da für ein geiler Lambo? Wen gehört der LOL? Wohl? Oh mein Gott! Richtig fett! Alter, Lukas! Hey, was geht, Marvin? Was geht? Pommes, was hast du denn da Geiles? Pommes in den Burger rein. Jetzt geht's so jederzeit. Burger, Pommes auf die Eins. Ich geh auf und war direkt in den Backdrive. Leute, stream den Song unbedingt. Let's go! Aber geiler Lambo. Was ich gelernt habe, 1 plus 1 ist 2. Arbeit. Woran ich mich erinnere. Ey, ich glaube ernsthaft, dass wenn ich jetzt aktuell in der Schule wäre und ich so eine Klausur schreiben müsste, ich würde die ganze Zeit im Kopf nur Burger Pommes auf die Eins haben. Digga, was passiert jetzt? Crush holt euch so ab. Ey, ich sag ehrlich, wenn mich jemand mit dem Burger Pommes Song abholen würde, wenn jetzt Lukas mit dem Lambo vor der Tür steht, also ich würde einsteigen. Ey, was machen denn manche? Ey, und damit, dass Jonas den Burger-Pommes-Song singt, würde ich sagen, beenden wir jetzt hier das Video. Schreibt alle Hashtag Eierkopf plus Hashtag Burger-Pommes in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Abonniert den Kanal und falls ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, wo ich auf virale Burger-Pommes-Song-Shorts reagieren soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ciao!